Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Videoandacht aus der Friesenkapelle Wenningstedt am 20. Sonntag nach Trinitatis. Sie vermissen an dieser Stelle sicher Ihren Pastor Rainer Chino, der gerade auf Gemeindereise in Irland ist. Ich freue mich sehr, ihn auch an dieser digitalen Stelle vertreten zu dürfen und mit Ihnen diese Andacht zu feiern. Mein Name ist Dr. Matthias Dreher. Ich bin Pfarrer an der Melanchthonkirche in Nürnberg, ganz im Süden von hier aus gesehen. Unser Thema soll heute das Gebet sein, vor allem das Gebet, das uns Christenmenschen in aller Welt verbindet, das Gebet Jesu, das Vaterunser. Doch zunächst hören wir Musik. Für den heutigen Sonntag steht geschrieben bei Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Halleluja!
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in wenigen einfachen Worten nimmt Jesus uns hinein in das Vertrauen zwischen ihm und dem Vater, seinem Vater und unserem Vater. So beten wie im Vater unser heißt als Geschwister beten. Im Gegensatz zu schwülstigen Gebetsanreden, wie sie in der Antike, im Orient üblich waren, spricht Jesus unseren Gott einfach mit Vater an, aramäisch vielleicht nur mit Abba, Papa. Nun leben wir in Zeiten, Sie wissen das, einer völlig überhitzten Gender-Debatte und manche runzeln bei der Anrede Vater für Gott die Stirn. Ich halte mich kurz dazu. Natürlich ist Vater nur eine Metapher. Gott ist wie ein Vater, das zeigt schon der einzige Zusatz im Himmel. Wir haben einen Vater neben unserem leiblichen Vater auf Erden, einen unsichtbaren neben dem sichtbaren, einen mächtigeren neben dem nur manchmal mächtigen und sterblichen Vater. Wir alle wissen, was ein guter Vater sein kann, und zwar auch, wenn wir es leider nicht erlebt haben. Vater steht für einen frommen Juden wie Jesus für die Verbindung von Liebe mit gerechter Strenge, für das Oberhaupt der eigenen Familie. Vater ist als der Erzeuger auch der Ursprung, der, ohne den es mich nicht gäbe, weil er mich wollte. Ein Vater ist für Jesus eine Autorität und genauso der, der mir barmherzig unter die Arme greift. Es geht weiter, geheiligt werde dein Name. Der Name ist in der Bibel immer mit der Macht des Trägers verbunden. Dann dein Reich komme. Damit ist wörtlich kein abgegrenztes Gelände gemeint mit diesem Reich, sondern es heißt eigentlich deine Königsherrschaft komme und dein Wille geschehe. Damit bitten wir, dass Gott sich bei uns durchsetzt, im Großen und Ganzen, wie auch in unserem einzelnen Leben. So wie das Reich Gottes seine Herrschaft überall aufgeleuchtet hat, wo Jesus auftrat, wo er geheilt und versöhnt hat, aber auch ermahnt hat, so bitten wir, dass es auch bei uns passiert. Dass bei uns weitergeht, was mit Jesus begonnen hat. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Überall, wo das Reich Gottes hinkommt, ist es wie wenn der Himmel die Erde berührt. Und wer bittet, dein Reich komme, der stellt sich mit seinem ganzen Denken, Wollen und Tun darauf ein. So wie wenn ein Reisender am Bahnsteig steht und es heißt, der Zug fährt ein. Ja, dann raffe ich mein Gepäck, taste nach meiner Fahrkarte, drücke vielleicht noch meine Zigarette aus. Der Zug komme, ich bin bereit, dein Reich genauso. Ich stelle mich voll drauf ein, setze Prioritäten neu.
Also verändert uns das Beten. Da können uns andere Mächte und Menschen noch so gewaltsam ihre Macht aufzwingen wollen. Sie sind doch auch nur Geschöpfe unseres gemeinsamen Schöpfers. So hat das Beten fast einen rebellischen Zug. Oder zumindest es verleiht mir einen festen Stand, denn es zeigt mir, wo oben und unten ist. Betend bin ich so, wie ich bin. Mensch, Sünder, geliebtes Kind, zum Himmel aufgerichtet, ausgerichtet und aufrecht. Betend entthrone ich die, die sich zu Götzen aufspielen. Ich lasse mir mein Menschsein gefallen und lasse Gott Gott sein. Nochmal, dein Wille geschehe. Wir beten hier nicht um das demütige Annehmen unseres Schicksals, sondern wie beim Namen und bei Reich oder Herrschaft beten wir darum, dass Gott sich durchsetzt. Ja, aber was will Gott denn? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Gott will uns helfen mit den 10 Geboten, mit dem Kreuz, also mit seinem Gesetz und seiner Versöhnung. Er will den Tod der Sünde und das Leben der Liebe. Er will die ewige Ehe von Liebe und Gerechtigkeit und wie sie im Himmel gelebt wird, so soll sie auch hier auf Erden Raum greifen. Halten wir kurz inne nach diesen ersten 3 Bitten und achten darauf, was Jesus hier Besonderes macht. Wenn wir, ich sage jetzt mal, naiv beten, ja, dann bitten wir meistens um Aktivität. Gott, mach bitte dies und jenes. Oder wir bitten ihn, dass er uns zur Aktivität verhilft. Gott, schenk mir Kraft oder deinen Geist, dass ich das und das mache oder schaffe. Jesus dagegen lässt uns um etwas bitten, um ein Geschehen, um das sich der allmächtige Gott ohnehin kümmert. Gott wird seinen Namen, seine Herrschaft, seinen Willen ohnehin durchsetzen. Warum also drum bitten? Weil Gott und Jesus wollen, dass all dies nicht an uns vorbei oder ohne uns geschieht, sondern durch uns hindurch, mit uns zusammen. Gottes Name ist an sich schon heilig, aber er soll auch durch uns und bei uns geheiligt werden. Sein Reich kommt eh. Aber wir bitten, dass wir uns darauf einstellen, dass wir eben dabei sind und nicht draußen. Und sein Wille soll auch durch uns und bei uns umgesetzt werden. Durch diese eigentümlichen Formulierungen macht uns Jesus zu Kooperationspartnern Gottes. Nicht auf Augenhöhe, aber so, dass wir uns nicht auf die Aufgabenteilung zurückziehen können. Ach, zum Beispiel jetzt Frieden mit Israel. Macht schon der liebe Gott, kann ich ja Urlaub machen. So nicht. Wie beim Gottessohn Jesus selbst soll auch bei uns ununterscheidbar sein, was an unserem Tun Gottes und was Menschenwerk ist. Ein hoher Anspruch, aber der steckt hinter diesen ersten Bitten. Liebe Brüder und Schwestern, keine Bitte erdet unseren christlichen Glauben so wie die Bitte nach dem täglichen Brot. Das berühmte Wort von Bert Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Jesus hat's gewusst und beherzigt. Unser tägliches Brot steht für alles Lebenswichtige, Lebensnotwendige, Nahrung, Kleidung, Gesundheit natürlich auch, ein Dach über dem Kopf, die Arbeit, den Respekt der anderen, der uns leben lässt. Die deutsche Übersetzung verschleiert die Pointe der Bitte. Wörtlich heißt es nämlich,
Unser Brot für morgen gib uns heute. Also nimm uns die Sorge, wie wir über den morgigen Tag kommen, damit uns unsere leiblichen Bedürfnisse nicht einschnüren. Aber hamstern, horten, sich bereichern, das ist nicht gemeint. Denn Gott weiß, wie leicht uns der irdische Vorratsluxus bindet und wie leicht wir dann seinen Namen, sein Reich, seinen Willen auf die Plätze 2, 3, 4 hintanschieben. Nur die Sorge um den nächsten Tag soll uns, wenn wir abends zu Bett gehen, genommen sein. Wir können ruhig schlafen, weil wir mit dem Nötigen für morgen versorgt sind. Und nur wer diesem Nötigsten nicht hinterherhecheln und betteln muss, behält auch seine Würde. Auch die hat Jesus mit dieser Bitte im Blick. So führt uns diese Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute, auch zur Dankbarkeit, dass Gott uns schon so lange und für die meisten von uns, nicht für alle, für die meisten so verlässlich die Sorge um unser Auskommen abnimmt. Doch hier haben die Corona, die Ukraine, die Energiekrise unsere Selbstverständlichkeiten ins Wanken gebracht. Wie viele Unternehmer und Gastronomen bitten heute unseren täglichen Umsatz, gib uns heute. Denn daran ist oft gar nichts mehr selbstverständlich. Auch dafür steht das tägliche Brot und so gewinnt die Brotbitte zurzeit wieder ungeahnte Brisanz. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Niemand von uns lebt, ohne dass er anderen wehtut. Ich bleibe dir etwas schuldig, weil ich gefangen bin in mir selbst. Ich verstricke mich in meinen Willen, verfolge meine Ziele und füge dir Schmerz zu. Ich verletze dich, manchmal ohne es zu wollen. Manchmal nehme ich es bewusst in Kauf, um meine Interessen durchzusetzen. Und es ist so einfach zu sagen, ja, wir sind eben Menschen, das ist so. Damit machen wir es uns zu leicht, als könnten wir nicht anders. Wir können anders, wir können nicht alles abstellen davon, aber wir können mehr verbessern, als wir meist zuzugeben bereit sind. Auch bei dieser Bitte ist die Übersetzung problematisch, weil sie verdeckt, dass Jesus hier ziemlich unevangelisch denkt. Oh ja, er sagt nämlich wörtlich, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Nicht Gott, wie wir es gute Evangelien, als Lutheraner gewöhnt sind, nicht Gott. Wir sind es, die in Vorleistung gehen. Und wenn Gott sieht, dass wir diese Bedingung, oh, schreckliches Wort, Bedingung erfüllen, dann ist er willig, auch uns zu vergeben. Interessanterweise wird nur diese eine Bitte direkt nach dem Vaterunser von Jesus nochmals festgeklopft. Er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie bei den ersten drei Bitten zu Name, Herrschaft, Wille, so wird auch hier deutlich, was Gott will und tut. Jetzt vergeben, das tut er nicht ohne uns oder statt unser, sondern mit uns und durch uns. Und er schaut eifersüchtig, ob wir das auch umsetzen. Wenn nicht, dann zieht er sich auch selbst zurück und vergibt eben nicht. Wir können uns das gut an einer Mutter mit zwei Kindern vorstellen. Die jüngere Tochter, Mira, die ist gerade 12,
Mira hat von ihrer älteren Schwester Jenny, 15, ordentlich eins ausgewischt gekriegt. Das tut jetzt aber der älteren Jenny inzwischen leid. Nun müsste die jüngere Mira ihr das vergeben, wenn das Verhältnis wieder eingerenkt werden soll. Allerdings hat die kleinere Mira wiederum ihrer Mutter gegenüber ordentlich was ausgefressen, was die Familie im Ganzen viel mehr belastet. So, das ist die Ausgangssituation. Wenn jetzt Mira bitten würde, Mami, bitte vergib mir meine Schuld. Ob ich auch der Laura vergebe, geht nur uns zwei was an und kann dir ja egal sein. Wenn sie so bitten würde, merken wir, da stimmt was nicht, charakterlich bei Mira. Wenn sie hingegen kommt und sagt, Mama, bitte vergib mir, übrigens habe ich der Laura auch schon vergeben, es soll doch bei uns allen wieder Friede sein. Dann klingt das schon anders. Und genau so eben will Jesus, dass wir Gott, unseren Vater, um Vergebung bitten. Auch in der sechsten und letzten Bitte, führe uns nicht in Versuchung, geht es um die Überwindung von Egoismus, Zwist und Schuld. Die Bitte ist ins Gerede gekommen, seit Papst Franziskus im Jahr 2017 dafür plädierte, die Bitte umzuformulieren. Da Gott ja niemanden versuche, solle es heißen, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Aber Jesus ist hier gegen den Papst ganz eindeutig. Führe uns nicht in Versuchung. Der Urtext kann hier nicht anders übersetzt werden. Widerspricht Jesus von Gott so, dass Gott die gesamte Wirklichkeit in seinen Händen hält und will, dass wir mit ihm kooperieren? Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir kommen eben in Versuchungen, wir begegnen dem Bösen. Also lässt uns Jesus bitten, dass uns das Böse nicht übermannt. Und Jesus kennt Gott, seinen Vater, so, dass er sich schon zuweilen herausnimmt, unseren Glauben, unsere Treue zu testen. Bei Abraham war das so, der zum Schein seinen versprochenen Sohn opfern sollte. Auch bei Hiob lässt Gott dem Teufel freien Lauf zur Versuchung. Und auch bei Jesus selbst war es so. Nach der Taufe, berichtet Matthäus, wurde Jesus vom Heiligen Geist, Ausrufezeichen, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wenn also etwas wie der Teufel mitgedacht ist, dann ist auch er abhängig von Gottes Führung. Jesus weiß also aus eigener Erfahrung ganz genau, was er uns hier bitten lässt. Nun, wo stecken die Versuchungen für uns? Ehrlich gesagt, weniger in Torten oder in Porno-Webseiten. Die Versuchungen stecken ganz woanders. Zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Sie brachte die Versuchung, dass körperliche Gesundheit das Allerwichtigste sei, auch für Glauben und Kirche. Oder der Klimawandel, er birgt neuerdings die Versuchung, wir Menschen könnten die Welt retten. Oder der Ukraine-Krieg, er hat die uralte Versuchung, mit Waffen Frieden zu schaffen, sogar unter Pazifisten neu aufleben lassen. Das sind alles sehr schwierige und natürlich komplexe Themen, die oft genug aber über Leben und Tod entscheiden. Deshalb sollen wir den Vater bitten, dass er uns tunlichst nicht auf die Probe stellt. Einem kühl kontrollierenden Chef gegenüber traut man sich das vielleicht nicht zu sagen, aber einem liebenden Vater schon. Bitte, Papa, mach's mir nicht zu schwer und halte das Böse doch gleich ganz weg von mir.
Mit dem Bösen ist auch hier nicht der Teufel gemeint, sondern alles, was für uns schlecht ist. Insofern war die alte Übersetzung, die die Älteren und ganz Älteren unter Ihnen noch kennen dürften, eindeutiger. Da hieß es nämlich, bewahre uns vor dem Übel. Jesus weiß, dass es kein Leben gibt, das dem Übel nicht begegnet. Aus Gottes Hand haben wir aber alle Prüfung zu nehmen, in der Hoffnung auf den, der uns prüft. Darum weiß die Schlussbitte, erlöse uns von dem Bösen, voraus in Gottes Ewigkeit, wenn wir endlich total von der Liebe und dem Vertrauen umschlossen sind, die wir jetzt im Gebet erahnen. Ich komme zum Schluss. Mit Jesu Gebet lassen wir uns hineinziehen in das Vertrauen zwischen Vater und Sohn. Wir werden zu Kindern Gottes, die vertrauensvoll mit ihrem Vater sprechen, voller Zuversicht, dass unser Vater uns geben wird, was wir brauchen. Beten ist Einstimmen in die Liebe, die Gott längst schon für uns hat. Uns ausrichten auf das, was das Leben trägt und auf das, was uns hinüberträgt über dieses Leben in den Himmel, wo der König unser Vater ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Zehn Gebot, die uns gab unser Herre Gott, durch Mose seinem Diener treu, hoch auf dem Berg Sinai, Kyrielei. Brauchen zu und ehren den Namen Gottes, deines Herrn. Du sollst dich preisen, recht noch gut, und was Gott selbst redet und tut. Kyrielei, Kyrielei, Kyrielei. Und gehorsam sein dem Vater und der Mutter dein, und wo dein Hand ihn dienen kann, so wirst du langes Leben haben. Töten zorniglich, nicht hassen, noch selbst rächen dich. Geduld haben und sanften Mut, und auch dem Feind tun das Gut. Kyrielei, 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 Das Gebet, über das wir nun so viel gehört und nachgedacht haben, wollen wir nun miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, die Kirchengemeinde Norddörfer bittet Sie um eine Gabe, wie jeden Sonntag. Dieses Mal soll es sein für die Demenzgruppe hier in Wenningstedt. Die heißt Tante Frieda, trifft sich jede Woche mit mehreren Mitarbeitenden, die die dementen Menschen umsorgen, für sie da sind, ihnen Unterstützung geben, mit ihnen spielen, lachen, singen. Eine ganz wichtige Einrichtung hier, nicht nur für Wenningstedt, sondern auch die Umgebung. Die dementen Menschen werden extra abgeholt, wieder heimgefahren. Eine wunderbare Sache. Und wir freuen uns, wenn Sie über die eingeblendete IBAN diese wichtige Einrichtung unterstützen. Vielen Dank. So geht hin in diesen Sonntag mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.